Wow, Big Joe, danke schön. 2, 4, 6, 8, 10 Subgeschenke, Big Joe, danke. Vielen Dank. Wir gehen kurz hier in die Story und dann nochmal so ein paar Sachen nebenbei. Big Joe, ich danke dir von Herzen. Als die Welt von Dunkelheit verhüllt war, zückte die Göttin des Mana das Mana-Schwert und streckte damit die 8 Benevodona nieder? Benevodona? Monster, die nur Zerstörung im Sinn hatten. Sie sperrte diese Schrecken in den 8 Mana-Stein ein und rettete die Welt. Lord Turfuchs, danke für 5. Geschwächt verwandelte sich die Göttin in einen Baum und fiel in einen tiefen Schlaf. Big Joe, danke schön nochmal, ey. Das ist stark. 10 Sub-Bomben hier. Danke. Die Mächte des Bösen versuchten, die Benevodona zu befreien, um die Kontrolle zu erlangen. Mit einem furchtbaren Krieg trieben sie ihren Plan voran, die Reiche zu destabilisieren. Der Frieden war Geschichte. Danke für den ganzen Support. WBLCX, danke für dein Prime-Sub. Ich freue mich so auf dieses Spiel. Das ist so... Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. King Blazing Fox, auch dir danke für deinen Prime-Sub. Was ist hier los, ey? So viele neue Leute. Das ist einfach Secret of Mana 2. Luffy. Das Mana verschwand langsam aus der Welt und der Mana-Baum begann zu verdorren. Spielt das nach dem Mana-Schwert? Ja, habe ich bestellt, Lenz. Ja. Alter Ocelot, Christopher, TT. Wo kommen diese ganzen neuen Leute her? Wie schön. Danke für euren Support. Genau, Yasaka. Das ist die Collection. Ich zeige sie euch gleich mal im Fullscreen. Ich glaube, der Lord ist da unten ein bisschen drin. Unglaublich. The Very Angry Nerd, auch dir ein herzliches Dankeschön für 20 Monate. Danke. Man hört aber schon mal Secret of Mana Musik. Weiß jemand, spielt das vorher, nachher? Oder ist es im Prinzip nur das Universum? Existiert nur der Mana-Baum quasi als Schnittstelle von den beiden Teilen? Oder sind die direkt miteinander verbunden? Weiß das einer? Secret of Mana-Experten hier? Dankeschön, Christopher. Sehr nett. Viel Spaß mit den wunderschönen Emotes. Frag nicht Dennis, sondern Spiel. Okay. Da sind wir. Trials of Mana. Secret of Mana 2. Niemals in Deutschland und auch niemals in den Staaten rausgekommen als Retail-Version. Zumindest auf der Sprache. Ich zeige euch jetzt mal kurz im anderen Screen. Ich gehe einfach mal in ein anderes Overlay, um euch kurz zu zeigen, wie es eigentlich aussieht. Wie gesagt, das ist jetzt gestreckt. Ich gehe mal in ein... Ich gehe jetzt einfach hier in Mario Kart. Hier seht ihr, wie ich es sehe. Man hat hier mit ZR, seht ihr oben rechts, Bildschirm wechseln. Man kann halt so Format wechseln. Und ZL ist halt so ein Menü. Schnell speichern, schnell laden, Controller-Konfiguration, Spielversion, Charakterspieler 1. Man kann wahrscheinlich easy miteinander spielen und so. Das ist das, was man normalerweise sehen würde, wenn ihr es jetzt kauft. Deswegen ist, aber ich habe es halt euch auch angepasst auf das Fenster, deswegen ist manchmal sowas wie da unten, wenn da jetzt steht Speichervorgang, das ist dann abgeschnitten. Das heißt aber nicht, dass ihr irgendwas vom Spiel nicht seht, sondern das Spiel ist für euch komplett da. Und in auch einem meiner Meinung nach authentischeren Format, als ich es da jetzt habe, weil das ist so, das ist ja nicht mal 4 zu 3, sondern das ist ja, glaube ich, wie, was gab es da, dieses 18 zu 9 oder so, wie das hieß. 18 zu irgendwas. Das ist halt noch eckiger. Welche Sondereinstellungen? Gar keine Sondereinstellungen. Controller-Konfiguration? Das ist das? 8 zu 7, das meine ich. Ja, oder irgendwie. Wow. Ne, nicht 16 zu 9. Leitfaden zum Spiel an. An. Machen wir mal. Handbuch. Ja, das ist halt nichts, was mit dem Spiel zu tun hat. Spielversion wählen, aha. Achso, da kann man die Sprache ändern. Jetzt komme ich wieder zum Anfang wahrscheinlich, ja. Okay, was gab es noch? Charakterspieler 1? Aha. Zurücksetzen, zurück zum Titelspiel fortsetzen. Also, die Einstellungen sind sehr uninteressant, möchte ich jetzt mal sagen. Sind alle dieser Spiele der Kollektion sind auf Deutsch, ja. Und das ist das Besondere. Ich möchte nochmal sagen, dieses Spiel kam niemals in Deutschland und auch nicht in Amerika auf
auf einer Sprache, die nicht japanisch ist, raus. Deswegen habe ich es tatsächlich noch nie gespielt. Und obwohl ich Secret of Mana 1, ich liebe das Spiel, das ist halt einfach ein Traum. Und ich konnte niemals den zweiten spielen, weil NTSC Japan, ja, aber wer will das Spiel auf Japanisch spielen? Ich nicht. So. Vor allem nicht so ein Spiel. Und deshalb ist das jetzt eine gute Gelegenheit. Der Preis ist überteuert, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber für mich ist das eine gute Gelegenheit. Hast du den Gameboy-Teil gespielt? Ja. Aber ist auch schon lange her, ne? Als Kind, aber geliebt. Das noch nie. Noch nicht mal ein Let's Play gesehen, noch nicht mal irgendwas. Noch nichts davon. Ich kenne das Spiel nicht. Ja, diese ganze Collection kostet tatsächlich 39,99. Bedeutet, Secret of Mana Mystic Quest auf dem Gameboy, Secret of Mana, das klassische, europäisch erschienene, also was ja eigentlich der zweite Teil ist, aber hier Secret of Mana war, und dann Seiken Densetsu, oder wie es heißt, Densetsu, Teil 3, der aber jetzt eigentlich Secret of Mana 2 ist. Du wirst es lieben, wenn du den ersten Teil gefeiert hast. Der erste Teil ist eines der besten Spiele jemals. Von daher bin ich gespannt. Soundeinstellungen, ja, Stereo, cool. Normal, breit, normal. Oh, was ist denn breit? Ach, das sind auch Soundeinstellungen. Wow. Ja, ja, klar, Mifu, ne? Dann brauchst du das natürlich nicht. Schön, Melgador, ich wünsche schöne Grüße nach Österreich. Trials of Mana habe ich vorher noch gar nicht gehört. Ich glaube, dass Trials of Mana die Übersetzung ist von Seiken Densetsu, also Secret of Mana 3. Aber amerikanisch wäre dann Secret of Mana und Trials of Mana der Nachfolger. So würde ich das verstehen. Ich glaube, das ist auch richtig. Ja, nur für den Teil ist halt 39 Euro. Ist ja bei mir genauso gewesen. Auf der anderen Seite denke ich, Secret of Mana ist ein schönes Spiel, was ich ja schon in meinem Leben bestimmt 3 oder 4 Mal gespielt habe. Immer mal wieder, ich kann mir vorstellen, man ist irgendwo und wenn es nur mal irgendwie, wenn man im Urlaub ein bisschen was zocken will, ist das ein schönes Spiel. Ja? Ich glaube, es kann man auch wunderbar mit den Joy-Cons spielen, ist wunderbar für unterwegs mal zu zweit. Also, es ist, glaube ich, ein gutes Spiel für die Switch, die Collection. So, von daher macht das schon Sinn. Also, das Titelbild kommt mir hart bekannt vor. Ja, das ist wahrscheinlich... Bis hierhin hat es wahrscheinlich noch jeder gestartet als ROM, bis man dann Japanisch gelesen hat und hat ausgemacht. So wird es gewesen sein, Dean. Oder auf Englisch, und das fand es dann auch blöd. Start. Ja, muss ein bisschen... Man muss ja ein bisschen hypen. Neues Spiel. Krass, Hauptcharakter auswählen. Jetzt geht's ja schon los. Gibt's auch irgendwelche Infos? Also er sieht meiner Meinung nach so richtig standardmäßig aus, wie so ein Standardheld. Das könnte so ein Dieb sein oder irgendwie so ein Tänzer. Ist das ein Mann oder eine Frau? Er sieht auch irgendwie aus wie so ein Tier. Ich weiß es nicht. Dann, das ist wahrscheinlich die kleine Zauberin. Bitte kein Backseat Gaming oder mir irgendwas raten oder so. Ich werde einfach für mich auswählen, was jetzt hier am lustigsten aussieht. Das ist hier wahrscheinlich, keine Ahnung, der kleine Zauberin. Das ist so wie das große Mädchen in Secret of Mana in meiner Welt. Und das ist hier vielleicht so eine Buff-Tante oder so. Ich weiß es nicht. Das wäre langweilig, weil das so ein Standard ist. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, was das sein soll. Ich glaube, ich nehme das einfach. 6 verschiedene Story-Anfänge und 2 verschiedene Enden. Krass. Rechts unten ist eine Amazone. Nee, ich will schon einen männlichen Charakter. Okay, also bitte nicht sagen, was das ist. Aber ist das ein Mann? Ich denke mal, oben sind die männlichen und unten die weiblichen, ne? Ich nehme das. Ferolia, Kampfsportler. Das klingt nicht... Oder ist das die Stadt und der heißt Kevin? Der heißt nicht wirklich Kevin, oder? Heißt nicht Kevin. Ich möchte nicht, dass der Kevin heißt. Ich hätte jeden Namen gelassen, aber Kevin? Kevin muss bleiben. Eigentlich ja, ne? Ich mag das auch nicht. Bei so einem Spiel, komm, er heißt Kevin. Er heißt... Das wirkt ja fast so, als hätte ich das mir ausgesucht. Kevin. Und Ferolia könnte die Herkunftsstadt sein und Kampfsportler. Okay, ist halt so ein Klopper bestimmt. Nehmen wir mal Kevin. Begleiter wählen. Dann nehmen wir natürlich ein Girl. Was macht sie denn hier? Man kann ja also doch noch zurück, ne? Wie heißen die denn? Altenia, Magierin. Angela, perfekt. Ne, ich nehme die.
Ach lol, noch ein, ja. Hm. So ein Dieb oder diese kleine, solche nerven mich immer. Dann vielleicht eher so eine Kämpferin oder so. Es sieht ja Amazone. Resi. Ja, komm, machen wir mal so. Komm, wir machen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich freue mich tierisch. Ich freue mich so auf dieses Spiel. First Playthrough. Ich schreib's mal hin. Kevin, Angela und... Wer war das noch? Kevin, Angela... Resi. Die von den Menschen verfolgten Bestienmänner waren gezwungen worden, im finsteren Dämmermondwald zu leben. Doch einer unter ihnen, ich wahrscheinlich. Boah, der Text ist sehr krass zusammengedrückt. Er wurde König. Unter seiner Herrschaft gründeten die Bestienmänner das Königreich Ferolia. Dort wartete er und seine Artgenossen auf eine Gelegenheit, die Menschen... Hey, schau mal einer an, wenn das nicht seine pelzige Majestät höchstpersönlich ist, wie geht es euch in dieser herrlichen Nacht? So, und Resi, zack. Grrr, König von Ferolia. Endlich, die Zeit ist gekommen. Dank der bevorstehenden Verlagerung der Mana-Energie der Welt ist das jetzt die perfekte Gelegenheit, es diesen fiesen Menschen heimzuzahlen. Kenne ich euch? Wie dumm von mir. Man nennt mich Seelenfresser, den Verschlinger der Toten. Wir verfolgen dasselbe Ziel. Da ich die Menschen genauso hasse wie ihr, darf ich euch ungefragte Hilfe anbieten? Außenstehende und Hilfe sind hier nicht willkommen. Verschwindet. Guck mal, da sind schon die ersten Gegner, die Wölfe, die man kennt. Nein, wartet, ich gehe. Aber wenn ihr es euch anders überlegt, stehe seine dunklen Zaubersprüche und ich euch stets zu Diensten. Wartet, ich gebe euch eine Chance. Oho. Die werde ich nutzen. Sagt mir, was ich tun soll. Und es ist schon so gut wie erledigt. Ferolias König hatte nur einen einzigen Sohn, Kevin. Die menschliche Mutter des Jungen hatte ihr Kind schon vor langer Zeit verlassen, sodass es von den Bestienmännern großgezogen wurde. Aufgrund seiner beschwerlichen Kindheit fand Kevin nie Kontakt zu anderen. Er wurde als Nachfolger seines Vaters erzogen und schon in jungen Jahren zum Kämpfer ausgebildet. Das ist so blöd, dass das Kevin heißt, das Ding. Eines Nachts fand Kevin eine getötete Wolfsmutter und ihren noch lebenden Welpen, den er mitnahm und Karl nannte. Dank diesen anhänglichen Gefährten taute das Herz des Jungen allmählich auf. Ein richtiger Alpha, Kevin. Ruff. Hä? Schlaft gut, ja, Karl? Ruff, ruff. Will ich wirklich den als Hauptcharakter jetzt haben? Oh, Engel Lena, ja, wenn du gerne Mario guckst, bist du hier richtig. Ich spiele sehr gerne Retro-Sachen, wie man vielleicht erkennen kann. Übrigens, guck mal. Ah, ich hab's noch gar nicht in der Kamera gesehen. Was haltet ihr davon, die Spiele so anzuordnen? Bisschen off-topic jetzt. Gruß vom Fuß. Futi, mein Lieber, dankeschön für den Gruß vom Fuß. Finde ich gar nicht so schlecht, weil ich hab gedacht, wenn ich jetzt überall nur Spiele hinmache, sieht's auch langweilig aus. Gulme. Julme, du Teufelskerl, dankeschön. Engelena, guck mal, schon bist du Teil der Community und hast die Subs. Ich spiele sehr viel Nintendo, eigentlich fast ausschließlich aktuell. Ich spiele sehr viel Mario und sehr viel alte Sachen. Kein Licht an, du hast recht, Alexa. Lichter an. Alexa, Lichter, Super Nintendo. So ist schön. Ich finde die Anordnung cool. Jetzt sehe ich es das erste Mal in der Kamera. Hast nämlich viel mehr Spiele hin. Achtung, du kannst deine Gruppe sehr schwer gestalten. Ja, glaube ich. Noch zu hell dafür, ja. Ich mach's jetzt aber mal so. Ich hab's mich jetzt da so dazu entschieden und jetzt lasse ich's auch so. Ich bin jetzt Kevin, der Alpha-Kevin. Haha, warum kläffst du denn, Karl? So winzig, aber trotzdem ein Wolf. Hier, so geht das. Wir beide gleichen uns. Ein Wolf, der sich wie ein Hund verhält. Ein Bestienmann, in dessen Adern menschliches Blut fließt. Und keiner von uns beiden hat eine Mama. Ahu! Keine Sorge, Karl. Ich verstehe dich. Und ich werde dich beschützen, da deine Mama dazu nicht mehr imstande ist. Wuff. Ist das ein Main-Charakter, der einen Begleiter hat? Diesen Hund? Oder den Wolf? Ich glaube, ja.
Alter, was ist das für ein Charakter? Jetzt mal ernsthaft. Okay, das Erste, was du machen musst in diesem Spiel, ist die Tastaturkonfiguration. Ist ja ganz schlimm. So muss es sein, ja. Ringmenü muss so sein. Wer hat sich das überlegt? Lager, okay, so ist gut. Einstellung ändern. Ich würde gerne einfach zurück. Fertig. Ja, so. Wie läuft der denn? Das ist jetzt mein Main-Character? Wirklich? Oh, nee, das macht keinen Sinn. Rough. Alter. Okay, aber sowas wechselt man jetzt nicht mehr. Ich habe mich ja dazu entschieden, man hat zwar nichts erfahren. Was gibt's denn noch? Start, komme ich hier in dieses Menü? Ne, Gegenstände, einlagern. Es braucht extrem lange. War das im Original auch so, bis das Menü sich öffnet? Luz schenkt Schlotterscherge einen Sub. Alter, Luz, schon 232 Subs. Danke. Und Lachsnacken, danke für 19. Hier komme ich in dieses Menü. Ist das langsam? Guckt euch mal die Verzögerung an. Achtung. Boah. Das ist schon... Uff. Oh ja, das kennt man ja. So typisch Secret of Mana. Ich nehme mal das. Das ist angenehmer für die Augen. Ich glaube, relativ dunkel ist schon gut. Vielleicht so ein dunkel-lila, komm. Wir sind ja hier auf Twitch. Habe ich das jetzt auch ausgewählt? Ja. Okay, hier kann man die KI einstellen. Oder das ist so wie beim Secret of Mana. Kann ich unendlich rennen? Gerade ja. Das ist auch anders als... Also ich finde ganz schlimm, wie er läuft. Karl, was ist los? Hör auf, was machst du da, Karl? Boah, krass! Krass, ich haue einmal und dann kommen zwei Hits raus. Was ist denn da unten die Leiste? Das ist mein Ulti. Auf Kreis, also auf A aktiviere ich das. Okay. Das Kampfsystem ist erstmal anders. Wow. Patzer. Okay, man kennt dieses Typische von Secret of Mana. Du musst dich immer kurz erholen, bis du einen richtigen Hit landest. Und wenn du triffst, lädst du da unten deinen Balken auf. Macht jeder Charakter zwei Hits oder ist das seine Besonderheit? Weil dadurch füllt sich auch zweimal dieser Balken auf. Das finde ich aber ein mega geiles Kampfsystem. Ja, das ist ja mal ultra. Dieses Aufladen hat man halt eh nie benutzt bei Secret of Mana. Mega geil! Aber ich frage mich, ob das seine Besonderheit ist. Kann das jemand sagen? Also das wüsste ich gerne. Kann nur er, macht nur er zwei Hits? Jetzt schon spoilern? Naja, ob er zwei Hits macht, wüsste ich halt gerne. Kann der auch irgendwie sterben? Oh, das darf ich nicht drücken. Ich glaube, ich muss den Kampf verlieren.
Hab ich irgendwie so im Gefühl. Ich glaube nicht, dass der erste Gegner so viel Leben hat. Das ist Mumpitz. Es musste passieren, das war klar. Ah, halt! Mein Körper bewegt sich von selbst. Was? Krass! Nein, nein, Karl, Karl! Habe ich Karl getötet? Wow, das ist doch ein cooler Charakter, glaube ich. So ein Werwolf-Typ? Wie konnte das passieren? Oh nein, Doggy's RIP. Genau, dieses 8-fach Aufladen 999 war eh mal das Maximum, oder? Karls Grab. Unfähig, seinen Instinkten als Bestienmann zu widerstehen, verwandelte sich der Junge und griff seinen einzigen Freund an. Zerfressen vom Schuldgefühl legte Kevin ein kleines Grab für Karl bei dem Blumenbeet an, das sie so oft zusammen besucht hatten. Dort weinte er um seinen verlorenen Freund. Firebrand, danke für dein Prime-Sub. Irre, vielen Dank, Leute. Es tut mir so leid, Karl. Kevin wusste nicht, wie lange er durch den Wald gestreift war, fand aber schließlich den Weg zurück zum Palast. Doch alles hatte sich verändert. Bubi, danke für 13 Monate. Karl, ich konnte ihn nicht retten. Ich konnte es nicht aufhalten. Bestienblut. Aber warum habe ich mich verwandelt? Warum ausgerechnet in diesem Moment? Ihr seht nicht besonders gut aus, Kevin. Ich finde halt wirklich, dass er furchtbar läuft, aber gut. Erolia, Königreich der Bestien. Vor langer Zeit fürchteten Tiere das Feuer, doch Bestienmänner sind anders. Wir wissen, wie man mit Feuer umgeht. Wir wissen alles, was auch Menschen wissen. Fragt nur seine Majestät, den König. Hört mich an, Kevin. Mein Sohn sagt, ich werde langsam senil, aber meine Augen haben mich noch nicht im Stich gelassen. Ich schwöre, dass im Himmel weniger Monde stehen. Wir unterscheiden uns von den Menschen gar nicht so sehr. Also warum müssen wir ausgestoßen sein, hm? Wir werden den Menschen zeigen, wie sich das anfühlt. Das werden wir. Wollt ihr nicht dabei helfen, die Menschen zu vertreiben, Kevin? Ja, Knechtung, weil du nett bist. Es ist einfach asozial. Der Arme. Ludger trifft sich mit den Palastwachen, um die Invasion zu planen. Verdammt nochmal, ich wollte sie begleiten. Ihr seht nicht besonders gut aus. Die Mana-Göttin behandelt jeden gleich, also versucht an ihrer Statue zu beten, dann fühlt ihr euch besser. TP und MP wiederhergestellt. Speichern brauchen wir nicht. Ach doch, wir speichern mal lieber. Ich weiß nicht, was passiert. Also, cooles Kampfsystem bis jetzt. Sehr simpel, aber im ersten Moment erstmal viel besser als bei Secret of Mana 1, wo dieses Aufladen halt immer dumm war, weil man so langsam wurde. Und rennen kann man immer, hat also auch nichts mit dem Angriff zu tun. Auch angenehm, finde ich. Wollt ihr nicht dabei helfen, die Menschen zu vertreiben? Doch, möchte ich. Die Bestienmänner werden diesen finsteren Wald endlich verlassen und in die Welt hinausziehen können. Nein, welche denn, Mika? Da seid ihr ja, Kevin. Moment, wo ist denn Karl? Die Laufanimation ist schon wirklich. Ich kann es kaum erwarten, die Welt der Menschen anzugreifen. Es lebe seine Majestät, unser furchtloser Anführer. Ein Mensch. Oh, Kevin, wie ich hörte, seid ihr der nächste Thronfolger. Kommt vorbei, wenn ihr mal etwas für jemanden ganz Besonderes braucht, in Ordnung? Okay, alles klar. So ein Glück möchte ich auch mal haben, Kevin, aber seid vorsichtig bei diesem Mädchen. Wenn sie sich verwandelt, kann sie es mit jedem aufnehmen. Nerd Moinsen. Ja klar, muss aber sein, Nerd, was willst du machen? Kommst ja nicht drum rum. Auf Befehl des Königs werden die Truppen der Bestienmänner hiermit entsandt, um die Siedlung der Menschen einzunehmen. Unser erstes Ziel ist die heilige Stadt Wendel. Jawohl! Das ist unsere Gelegenheit, die Menschen für ihre Taten büßen zu lassen. Mit der Einnahme der heiligen Stadt werden wir diese Schwächlinge bereits einen schweren Schlag verpassen. Ja. Wie kacke der läuft!
Bestienmänner abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Wir erobern Yat. Dann geht es direkt nach Wendel. Hört ihr, Kevin? Euer alter Herr hat mich und nicht euch ausgewählt, um die Bestienmänner zum Sieg zu führen. Wie fühlt es sich an, nur im Weg zu stehen? Angriff. Hey, was eure Mütter nicht ein Mensch? Sie hat euch ausgesetzt. Tja, jetzt habt ihr die Gelegenheit, es ihnen allen heimzuzahlen. Ist das nicht großartig? Ja? Ein Fremder hat unserem König Hilfe angeboten. Wo ist er bloß hergekommen? Also ich finde es bis jetzt halt so richtig, ja, schöne Optik, ne, geiler Style, alles gut. Oh, ich könnte jetzt aber mal vielleicht diese Filter ausmachen, die ich da drüber hatte. Das fällt mir gerade auf, Achtung. Ja, so muss das Bild bei euch aussehen. Obwohl dieses Schärfen, guckt mal, seht ihr den Unterschied, wenn ihr genau hinguckt? Das sollte man immer drin lassen, das ist ein Tipp für jeden Streamer. Ich meine, wer hat den Filter auf seiner Capture Card von Schärfen auf 0,15? Keiner. Es ist besser. Wir erobern Yat. Ja, das weiß ich doch schon. War ich hier auch schon? Ist das der Raum? Vor langer Zeit für... Ja, okay. Da muss ich wahrscheinlich nach draußen und dann da die Meter hoch. Er läuft. Seine Majestät ist weg. Er ist mit diesem seltsamen Kerl verschwunden, der im Schloss aufgetaucht ist. Komisch, was? In der Tat. Hä? Ich höre was hinter dieser Wand. Diese Stimme kenne ich. König von Ferolia, gut gemacht, Seelenfresser. Ah, es ist eine Ehre, die Wünsche des Königs zu erfüllen. Konnte ich euch mit meiner dunklen Magie denn beeindrucken? Einen winzigen Welpen böswillig zu manipulieren, damit er meinen Sohn angreift, ist Kinderkram. Ah, die waren das. Aber egal, dadurch wurde seine Verwandlung wie geplant ausgelöst. Ohne Bindungen, die ihm vom Training abhalten, wird mein Sohn zu einer Waffe werden. Benötige eure Dienste nicht mehr, geht. Moment mal, was? Nehmt doch Vernunft an, eure Majestät. Hat er es jetzt gehört? Ja, ne? Im August, Umbra Gladius. Am 16. August, glaube ich, leider erst wieder. Grrr, du Bestie. Und ich gehe davon aus, dass ich Mario Maker da runnen werde. Und Grandpa World. Jetzt flippt er aus, wahrscheinlich. Und er springt rüber. Boah! Hat der auf eine Mütze? Bei den Göttern, er hat einfach... Bleib sofort stehen, du Feigling. Ja, nutze diesen Hass, den ich in deinen Augen sehe. Unterwirf ihn deinem Willen und lass ihn als Quelle deiner Bestienmannkraft dienen. Verliere ihn niemals. Halt den Mund. Oh. Dummer Junge, vergiss nicht, wo dein Platz ist. Hallo, das ist mein Vater. Mario Maker Run Story, ja, genau. Ihr habt euch doch Verschlinger der Toten genannt, oder? Ja, in der Tat, Eure Majestät. Ich lege die Angelegenheit mit meinem Sohn in eure Hände. Verstanden, Majestät. Mit dem Kopf durch die Wand, ja. Crazy. Oh nein, ein HP. Jetzt bin ich wieder hier am Grab. Ja, wir speichern nochmal. Als Grab. Oh, die Musik. Hoffentlich gibt es jetzt hier Gegner. Stufe 1 Schakal. Hä? Warum habe ich mich denn schon wieder verwandelt? XP, 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 du hast gewonnen. Wie geil ist denn das? Es sind also so. Es sind gar nicht so normal einfach nur Gegner, sondern es ist immer eine Gruppe von Gegnern und das ist dann ein Kampf. Kann ja nicht jeder Charakter die gleiche Story haben. Die Tänzerin da oder was auch immer, die Amazone, kann ja nicht diese Bestiengeschichte hier haben. Du, was hast du mit Karl gemacht? Gib ihn zurück.
Verschont mich. Ich habe nur die Befehle seiner Majestät ausgeführt. Ah, wartet. Ich habe einen Vorschlag. Würdet ihr nicht gerne wissen, wie man Karl wieder zum Leben erwecken kann? Was? Die ferolanischen Truppen sind gerade auf dem Weg nach Wendel. Ihr müsst den Priester des Lichts finden, der dort lebt. Er weiß, wie man die Toten zurückholt. Du lügst. Sieht das etwa aus wie das Gesicht eines Lügners? Ihr dürft keine Zeit verlieren. Ludgars Wachen sind bereits fort. Wenn ihr zögert, bringen sie den Priester womöglich um, bevor ihr eintrefft. Wo ist Wendel? Wo? Ihr hier dort entlang, eure Hoheit. Geht nach Mintas, gleich außerhalb des Mondwaldes. Von dort aus... Dankeschön, Ninjasmo. Dankeschön. Von dort aus könnt ihr über das Meer nach Yat fahren. Wendel liegt ganz in der Nähe dieser Stadt. Zögert nicht, sonst hat Ludgar Wendel vollständig unter Kontrolle, bevor ihr überhaupt eintrefft. Er darf euch nicht sehen, in Ordnung? Ihr solltet mich hier auch nicht mit euch sehen lassen. Ich gehe. Ich sollte mich hier auch nicht mit euch sehen lassen. Geil. Ich gehe aber erstmal den anderen Raum da hinten oder den anderen Abschnitt. Vielleicht ist da eine Truhe oder sonst was. Gegner bleiben auch offensichtlich weg. Okay, ich verwandle mich immer. Ey, mega geiles Kämpfen. Das Kämpfen bockt sau krass. Also Kämpfen finde ich schon mal ultra gut. Obwohl ich es nicht gut finde, weil ich am Anfang halt immer kurz... Rigge! Bum, bum, bum. Rigge, danke schön für 5 Subgeschenke. Vielen Dank, Rigge. Bonbon erhalten. Stacheln. Kihasu, danke für 19 Monate. Danke, ihr Granaten. Vielen Dank. Hier komme ich nur wieder in die Stadt, ne? Ja, okay. Was ich ein bisschen doof finde, dass ich immer erst einmal attackieren muss, damit er sich in einen Werwolf verwandelt. Und dadurch kommen die Gegner dann schon näher. Ich muss jetzt hier oben drücken. Ja, das ist ein bisschen kacke. Ey, dieses Doppelschlagen ist halt auch sehr ungewöhnlich. Aber, okay. Bonbon erhalten. Man muss ja sagen, jetzt möchte ich den Charakter auch schon gar nicht mehr wechseln. Man muss immer kurz sich wieder erholen, quasi, damit man überhaupt gut angreifen kann. Ich finde das Kampfsystem so spaßig. Noch ein Bonbon. Ah, hier war das klassische Ringmenü. Da steht sogar, was es macht. Elliot, moinsen. Man muss jetzt immer warten und dann lädt sich das auf und dann kann man erst wieder angreifen. Also man kann jetzt nicht Attack spammen. Babishi, ich bleibe heute hierbei. Vielleicht, also ich müsste mal schauen, vielleicht nochmal Mario Maker. Eigentlich müsste ich jeden Tag jetzt Mario Maker spielen. Karl, warte auf mich. Der Priester in Wendel wird mir sagen, wie ich dich zurückholen kann. Du bist immer noch mein bester Freund, Karl. Dieser Feigling ist mal kein Vater. Meinetwegen ist Mama gegangen. Ob sie noch lebt, ich will sie treffen. Deinetwegen, nicht meinetwegen. Kauza, ja, willkommen. Ich hab's noch nie gespielt. Secret of Mana natürlich. Aber auch das auf dem Gameboy. Aber diesen Teil noch nie. Kevin war voller Hass auf seinen Vater und schämte sich für das wilde Blut in seinen Adern, das ihn dazu gebracht hat, seinen einzigen Freund im Todesstoß zu versetzen. Auch wenn es eine Falle war. Als die ferolianischen Truppen das Schloss verließen, war der junge Prinz ihnen dicht auf den Fersen. Er musste Wendel erreichen und den Priester des Lichts bitten, Karl wieder zu erwecken. Ich frag mich, was er dann für Waffen hat. Der wird ja keine Schwerter haben. Hat er dann Klauen oder sowas? Niemand konnte wissen, dass sich das Rad des Schicksals für Kevin bereits drehte. Das Abenteuer hatte gerade erst begonnen. Schön erzählt auch. Ist super gut.
Ja, ist die Collection aus dem Shop. Super schön erzählt, cool einfach. Man kann die Sprache auswählen, Mika. Durch, Ende, Any% durch. Uff. Und wie hat's euch gefallen? Ja, Weltrekord müsste es sein. 40 Euro wäre es jetzt auf jeden Fall wert. Stimmt. Selbst dann müsste man mit 6 Charakteren anfangen, würde man auch 5-6 Stunden Spielzeit haben. Festung Yat. Ludger die Bestie sagt, Yat gehört Ferodia. Wenn ihr keinen Widerstand leistet, verschonen wir euch vielleicht. Parolianische Truppen haben die Stadt eingenommen und die Hafenanlagen geschlossen. Jetzt steckt mein Schiff bis wer weiß wann hier fest. Okay, die denken noch... Ach, guck mal, die tanzenden Händler sind natürlich da. Oh, da schläft einfach... Wer? Hey, könntest du mich bitte in Ruhe lassen? Hau ab! Könnte doch einer dieser Charaktere sein, ne? Mir entgeht nichts. Wie wär's mit einem Platz zum Schlafen? Kostet doch nichts. Wenn diese Bestienmänner in der Stadt sind, kann ich sowieso keine Geschäfte machen. Ja. Möchtet ihr bis morgen früh schlafen oder abends geweckt werden? Schlaf gut. Geil. Seelentag? Seelentag? Was? Gespeichert. Wäre ich noch ein junger Mann, hätte ich mit diesem Bestien kurzen Prozess gemacht. Ha, aber mit meinen alten Knochen geht da nichts mehr. Ein Waffenhändler. Ich frage mich wirklich, was der für Waffen hat. Ach, guck mal hier, der andere Hauptcharakter. Was ist denn das für ein Waffenladen, in dem es gar keine Waffen zu kaufen gibt? Na los, diese Bestientypen sind doch geradezu auf einem Kampf aus. Aber ich weiß nicht, ob ich sie selbst besiegen kann. Verflucht. Noch ein Kunde? Tut mir leid, aber uns sind gerade die Waffen ausgegangen. Ich konnte diese Bestienmänner nicht davon abhalten, alles mitzunehmen. Kann man dir sonntags helfen vorab? Nee, wir sind da ja mit dem ganzen Team von Nerds da. Aber Noxek, es gab noch eine Anfrage für Kassel und Mitfahrgelegenheit. Könnte ja Sinn machen für euch, wenn ihr sowieso gemeinsam fahrt. Guckt mal ins Discord, da gibt es einen Channel, der heißt Mitfahrgelegenheit. Kevin, was macht ihr denn hier? Ich verstehe. Ihr seid auf einer geheimen Mission für den König. Keine Sorge, ich werde nichts sagen. Ja, das ist eine gute Frage. Warum reden sie mit ihm? Ich bin ja auch ein Bestienmann. Die müssten ja eigentlich mich verabscheuen, die Dudes hier in der Stadt. Willkommen. Kaufen. Oh, die alten Items. Geil. 5 Goldmünzen. Wie viel kann man denn kaufen? Okay, 9 kann man dabei haben. Und dann müsste man einlagern. Ist doch auch ein Hauptcharakter, ne? In dieser Stadt herrscht ein Krieg, den die Leute nie gewollt haben. Wie an so vielen Orten auf der Welt, auch in meiner Heimat. Was geht da vor sich? Kneipier. Die Bestienmänner aus Ferolia sehen tagsüber wie Menschen aus, doch nachts verwandeln sie sich in Tiere. Verlasst in der Dunkelheit nicht das Haus, hört ihr? Psst, wenn ihr die Stadt verlassen wollt, dann am besten nachts. Sobald sich die Bestienmänner verwandeln, verlieren sie auch die Vernunft. Dann ist es einfacher, an ihnen vorbeizuschleichen. Ah! Okay, ich weiß schon mal, wie es weitergeht. Entschuldigung, ich suche meinen kleinen Bruder. Hast du hier irgendwo einen kleinen Jungen gesehen, der sich verlaufen hat? Nein. Verstehe, trotzdem danke. Ja, ich habe keine Angst.
Kevin, was macht ihr denn hier? Oh, ich verstehe. Ja. Okay, ich muss wahrscheinlich bis nachts schlafen und dann kann ich mich aus der Stadt schleichen. Gehört ihr zu diesen Angreifern? Tja, dann könnt ihr gleich wieder abhauen und nehmt die anderen mit. Ja, ich kann hier nirgendwo lang. Ah, hoppla. Ludger die Bestie. Wie, was, bitte? Niemand zu sehen. War das etwa Kevin? Das habe ich mir bestimmt eingebildet. Das war knapp. Okay, wir schlafen bis nachts. Wie wär's mit einem Platz zum Schlafen? Ja. Nachts. Heißt der wirklich Kevin? Ja, den hab ich nicht so genannt, der heißt wirklich so. Soll das eine Katze sein? Ja, so ein katzenartiger Werwolf-Dude. Selentag, was soll das bedeuten? Selentag? Selentag? 6 MP. Ich denke, so ein komischer Katzenheini hier ist kein guter Zauberer. So, kann ich mich jetzt aus der Stadt schleichen? Ja, jetzt sind sie nämlich so. Bob. Du hast gewonnen. Das da anhält, wo ich drücke. Heilkraut erhalten. Foltertruhe. Wow. Bam. 1 XP. Ich weiß nur noch nicht, ob ich schon raus soll aus der Stadt. Ich glaube, ist nicht so schlau. Kann ich nicht oben auch durch? Oder kann ich jetzt nicht überall da lang, wo gerade Dudes standen? Ja, die sind nämlich jetzt weg. Willkommen. Naja, ihr seid willkommen in meinem Laden, aber ich habe keine Ausrüstung mehr. Die Bestienmänner ruinieren mir das Geschäft. Hier komme ich zum Beispiel jetzt lang. Vielleicht bringt das nichts. Ja, Velvet, der erste war doch gut, oder? Also ich finde das sehr geil. Ich finde das Kämpfen schon mal 1000-mal cooler als bei Secret of Mana. Ich frage mich halt, wie sehr ich mich mit der Auswahl des Hauptcharakters jetzt wirklich hier festlege. Oder ob das sowieso relativ zügig alles zusammenkommt. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, das weiß ich. Okay, nee, da muss ich wohl raus. Destro, danke für den zweiten Monat. Und dieses Verwandeln erst ist halt ein bisschen nervig. Du hast gewonnen. Dieses Geräusch heißt einfach nur Kampf gewonnen. Wie viel brauche ich denn noch für ein Level-Up? Ich krieg halt immer nur 1 XP. Steht das da? Nee, Tag. Also finden, ne? Das ist speichern. Hier. Erfahrung. 7 brauche ich noch, bis zu Level 2. Angriff 16. Magische Abwehr auch hoch. Hier ist ein Strand. Ogopuschel. Okay, die ist ein Instant Rip. Und ich darf nicht vergessen, ich kann einfach rennen. Das hat nicht wie bei Secret of Mana Auswirkungen auf meinen. Auf meinen. Meinen Schaden, den ich mache. Dass er sich erst verwandelt, ist so dumm. Wie sind die Mykanoid? Oh, Kampfsportler, Level Up. Auch ich kann entscheiden, welchen Stat ich erhöhe?
Intelligenz ist super niedrig. Das ist ja auch speziell. Stärke. Stärke erhöhen, ja. Mega geil. Wie gut ist denn das Kämpfen, bitte? Also ich neige immer dazu, dass so... Also ich finde es extrem geil. Ich finde es extrem geil. Viel besser als bei Secret of Mana. Astoria. Ne, ich wollte doch zu Wendel, ne?